Guten Abend, meine Lieben, guten Abend. Seid willkommen. Ich danke euch für eure Energien. Ich danke euch für euer Dasein, für euren Mut, für eure Kraft und Ausdauer, die so manch einer gerade an den Tag legt. Ja? Und ja, mutig den Weg nach vorne schreitet und sehr oft die ein oder andere Mutter sich bei mir meldet, die es natürlich nicht leicht hat, ja, aber ich kenne den Weg und ich weiß auch, dass es gelingt, ja. Deshalb sage ich, Kinder, ja, Kinder, unsere eigenen Kinder, aber auch wir. Warum sind wir hier? Unsere Kinder sind unsere Meister. Damit wäre jetzt das ganze Video schon beendet. Ja, weil wir sind hierher gekommen, um von unseren Kindern zu lernen, was so manch einem schwerfällt, in Anbetracht der Schwerkraft des Egos. Das Ego ist nicht schlecht. Ja, es gibt genau wie die Furcht, so gibt es eine Urangst, es gibt aber auch eine andere Angst, eine überdimensionale, eine übergestülpte, die Panik machen. Guten Abend, Erika, Dolores, Birgit, Susan, Edith, Marianne, Manu, Bibu. Kinder sind nicht nur unsere Diamanten, ja, und guten Abend, Namaste, meine Liebe. Sie sind da, wie gesagt, um uns aufzuzeigen, dass wir hier sind, um Freude, Lebensfreude, in Leichtigkeit zu lernen. So wie die Kinder es lernen. Wie die Kinder, wenn sie beginnen mit dem Laufen. Ja, hinfalle, Schwerkraft, Bob es zieht runter, aufstehen, Krone richten und weiter. Denn der Kontext, wir sind Gotteskinder. Ja, wir sind aber auch göttliche Funke. Und die Leichtigkeit, gerade jetzt, so manch ein Kind entscheidet sich gegen diesen Irrsinn. So manch ein Kind hat sich schon lange gegen diesen Irrsinn entschieden, wurde diffamiert als ADHS, als Autist, nur weil es anders war. Wir sind nicht gleich, wir sind alle verschieden. Natürlich das Gleiche, ja, keiner ist mehr, keiner ist besser, aber jeder ist ein Kind in sich, ja. Und wenn man mehr Aufmerksamkeit auf die Kinder legen würde, es werden noch so viele Kinder täglich entführt, vermisst, missbraucht, trotz dieser exzentrischen Lage da draußen. Ja, und zwar komischerweise, wir haben das ja gesagt, auch schon auch andere Kanäle, als wir das Thema Adrenochrom hatten. Das Thema ist noch lange nicht beendet. Und diese Schlumpfung ist ja nur als Ablenkung hinzugekommen. Und so manch einer nutzt die Gunst der Stunde. Also immer und immer wieder achtet auf eure Kinder. Wenn ihr nicht weiter wisst, was ich tausendmal sage, ja, guckt, was eure Kinder wollen. Wenn die Kinder Körpersymptome zeigen, ADHS, Bauchweh, wenn sie kleiner sind, das ist diffus. Also, weil sie es nicht genau beschreiben können. Das ist wie bei Erwachsenen. Ich habe Rücken. Ja. Guten Abend, meine Lieben. Blume, Sapsen, Barbara, neue Zeit, Marion, Inge. Ja,
Das ist das, was wir tun dürfen. Ja, und das ist jetzt auch wieder, das ist ein Gottesgeschenk, um Himmels Wille. Guckt nicht, dass die Kinder in diese Anstalt kommen, sondern das ist ein Geschenk. Nutzt die Zeit mit ihnen, um von ihnen zu lernen. Und dankt Gott, wenn ein Kind von sich aus auf die Idee kommt und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze. Auch wenn es noch keine 13, 14, 15 ist, ja, dann ist es ein sehr, sehr intelligentes Kind. Dann ist es weit, weit gereift und gereist, um diese Botschaft mitzuteilen. Dann guckt man, dass man hinter dem Kind steht. Ja. Und ansonsten, wenn Eltern Ängste haben wegen dieser Situation, ja, man guckt immer, dass man aus dieser Situation kommt. Das habe ich schon sehr oft gesagt. Und sei es ein Ortswechsel. Egal, welche Energie mich angreift oder versucht anzugreifen, der gehe ich aus dem Weg oder die meide ich oder von dieser Energie entferne ich, wie auch immer das aussieht. Es gibt immer Möglichkeiten. Ja? Natürlich darf man dann einige Stufen nach unten gehen, aber das ist normal gar keine Frage. Was ist denn wichtiger? Das Leben, die Freiheit oder dieser ganze Zirkus hier. Ja? Und ich kriege mit, weil die Ängste von vielen, die sind immer noch da. Ja? Und die werden sogar größer statt weniger. Wir haben jetzt dieses sogenannte Wochenende, ein sehr krasses Wochenende, nicht nur energetisch. Ich habe es heute in der Gruppe mehrfach als Thema gemacht, deshalb gehe ich auch nicht mehr so drauf ein. Es ist hinterher immer tragisch, ja, oder wenn so manche Eltern dann sagen oder Angehörige, ja, ich habe doch nichts gemerkt, ich habe doch nichts angesehen, ich habe doch, das wäre mir doch aufgefallen. Heute, jemand, der im System lebt, der kriegt das gar nicht mit, was familiär quasi, ja, durch die Manipulationen bei Kindern, bei gerade die ja, Systemlinge, die einfach nicht unbedingt mehr klar denken können. Und ihr dürft ja nicht vergessen, dass das mehr wird. Ja? Dass das gipfelt jetzt, ab diesem Wochenende. Und dann diese Situationen hinzu. Man guckt, dass man einen sicheren Raum hat, so wie man früher im Krieg geflüchtet ist, in einem Bunker. Was man mitnimmt, seine Habseligkeiten, ja, in erster Linie die Kinder, die Tiere, die laufen hinterher, dass man an einem sicheren Ort ist, und sei es im Wald oder unter der Erde oder wo auch immer. Ja, unter der Erde. Das wird ein anderes Thema. Die Löcher, die Schleusen tun sich auf. Es werden noch sehr viele. Mehr als 150 werden benannt. Also diese Unterstützung, die uns da entgegenkommt, ahnentechnisch und vor allen Dingen unterstützend, weil es in Richtung vieler Verluste geht. Ja, hier jetzt auf der Erdoberfläche. Und deshalb sage ich, das Wichtigste, was wir haben, sind die Kinder. Ja? Nicht nur, weil sie ja, rohe Diamanten sind, sondern weil sie uns so viel lehren, weil sie uns so viel zeigen. Und als Erwachsener dann mit diesem Rechthaberischen, weil man das ja gewohnt ist, Regel, Konsequenz, und ohne Fleiß keinen Preis, ja, Anerkennung, ja, was sagt die Nachbarschaft, was sagen die Eltern, wie sieht das aus, oder du kannst doch den Beruf nicht, und wie bist du denn heute wieder an, so kannst du nicht gehen, und nur rumgenöle und rumgezocke und rumgemecker, ja. Ja, das ist die Kinderkleinmacher, ja. Und die sind, ja, die sind am größten natürlich, wenn sie auf die Welt kommen, weil sie
direkt noch verbunden sind mit dem Ursprung. Ja. Je weiter, je älter sie werden, ja, je mehr sie sich ja quasi von der Wiege entfernen, und desto mehr werden sie ja manipuliert. Und deshalb als aufmerksame Eltern, als liebevolle Eltern, sollte man das Ego außer vor lassen und sollte auf die Vertrauensebene gehen. Ja? Denn ich kann mit einem kleinen Kind genauso reden wie mit einem Erwachsenen. Ja? Es gibt sehr viele Generationen über uns, ja, so die, die uns erzogen haben, die sehen das nicht so. Ja? Die denken, man hat das Schatten. Ja? Nee, weil es ist ja Gefühl. Ja, Vertrauen ist Gefühl. Da bedarf es keiner Sprache. Und deshalb ist es auch, ja, gerade bei solchen krassen Dingen, die da irgendwo in den 90er aus dem Boden geschossen sind, auch bei, also wie gesagt, bei Körperreaktionen, ja. Ich meine, das Weltbekannteste ist ja nun mal ADHS und ADS, ja. Und die einzige Therapie, die hilft, ist wirklich die Stillhalte, die Festhaltetherapie, aber nicht Festhalte in dem Sinne, in dem ich ja, festhalte hier, du darfst jetzt keinen Schritt mehr gehen und so, sondern festhalten, umarme und liebhalte und da sein und hier, Fokus, guck mir in die Augen, Seelenebene, guck mich an, ja. Es bedarf nie Ritalin und diesem ganzen Scheiß, ja, das ist Vergiftung. Und genauso ist es auch mit dem Autismus. Wenn ich fühle, ja, dann brauche ich in der Regel keine großartige Pharmalobby, sondern wer kennt das Kind am besten? Ja, also natürlich, das Kind kennt sich am besten, das weiß, was für es richtig ist, ja. Und wenn er die Nahrung verweigert, ja, möchte jetzt nicht dorthin oder dem die Hand gebe, das ist ja immer noch gang und gäbe, schön lieb und nett sein, ja, gib dem die Hand und auch willst du nicht die Hand geben. Nein, ja, das ist zum Beispiel eine Kontraprävention, ja, Kinder dazu erziehe, freiwillig zu sein, ja, also, ja. Das ist eine offene Tür für Missbrauch. Ja, und das hat so manch einer halt ausgenutzt. Ich meine, man könnte da vom Hundertste ins Tausendste kommen, aber mir geht es darum, es wird zu wenig auf die Kinder geguckt. Ja, es sind einfach, die Kinder sind da und sie sind irgendwo überflüssig. Ja, weil es einfach heißt, ja, was soll ich denn tun? Ich muss ja arbeiten gehen und dies und das. Ja, das muss der andere auch. Ja, dann hat man halt geguckt, wo man sie mit hinnehmen kann, auch wenn es nicht in dem Berufszweig war, den man gelernt hat oder ausgebildet war. Hauptsache die Kinder dabei. Ja. Oder eben Stufe runter, gewisse Dinge runtergeschraubt. Man hat dann einfach Auto verkauft, auch wenn man auf dem Land lebt. Auch das ist alles nachvollziehbar. Ja. Dann gibt es halt gewisse Einbuße. Ja. Aber da gibt es normalerweise gar keine Diskussion drum. Weil viele sich schwer tun, anzuerkennen, dass die Kinder uns zeigen, wie man was anpackt, mit welcher Gelassenheit, mit welcher Freude und was jetzt angesagt ist. Und wenn du 10-mal sagst, nee, wir haben aber jetzt einen Termin, ja, und wir müssen jetzt dorthin, wir müssen gar nichts. Sei es die Klavierstunde, sei es die Reitstunde oder sonst was. Wenn das Kind zu Hause bleiben will, und dann ist es halt mal so. Ja, das ist aber ein gutes Zeichen. Es fühlt sich doch zu Hause wohl. Und ja, viele, viele bedenken ja gar nicht, wann die Phase sind, wenn sie die Entwicklungsstufe und alles, ja, da kommt ja hinzu, weil sie einfach da sind. Und frühestmöglich in Hort in fremde Hände abgegeben werde. Und dann wundert man sich, warum Kinder nicht gehorchen. Ja.
Wem soll es denn gehorchen? Nur weil man Eltern ist, ja, oder weil man auf dem Papier steht, hier Elternerzeuger. Ich gehorche eher jemand dann aus dem Hort oder aus dem Kindergarten als daheim der eingetragene Familie. Ja, was ist denn das für eine Familie? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe wieder so viel Schrott gehört. Auch im Hintergrund, ja, da verschlägt es einem die Sprache. Ja, und es ist so einfach, dass richtig, Karin, richtig. Ja, das sollte man auch. Ja, es gibt die Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, ich habe heute Morgen wieder so viele Dinge verteilt und verschickt und macht das ja schon seit dieser Wahnsinn, dieser Spuk überhaupt begonnen hat. Ja, richtig, Lisi, richtig. Das ist unsere Aufgabe, Kind zu sein hier. Kind auf dieser Erde, Gottes Kind. Kinder sind reine Seele. Ja? Auch das ist ein Aspekt. Das sind reine Seele, die sind offen und ehrlich. Ist niemand ehrlicher, brutal ehrlich wie Kinder. Die nehmen kein Blatt vor den Mund. Aber genau so schnell umarmen die sich. Genauso schnell haben die so diesen Freund, den man nicht mehr anguckt, ja? Lebelang nicht mehr anguckt, in der nächsten Sekunde wieder umarmt. Und darum geht's, ja? Und sie lebe, richtig gesagt, sie lebe im Hier und im Jetzt. Und es interessiert die nicht. Es interessiert sie nicht. Die interessiert es auch nicht, ob sie die nächste neue CD bekommen oder das nächste neue Top-Handy. Interessiert die überhaupt nicht. Aber sie bekommen es vorgelebt. Und es ist immer so eine, ne, so dieses, ja, dieses Gewissen. Kinder in der Regel haben ganz andere Grundbedürfnisse. Ganz andere. Die blühen wirklich in der Natur und mit Tieren auf. Die brauchen normalerweise diesen Schrott von Technik nicht. Es gibt genügend nicht nur Studie, Videos, Material darüber, ja, wo man auch bei Süchtigen, bei Handysüchtigen, Online-süchtigen Kinder dies gemacht hat, wenn die in die richtigen Hände kommen, ja, wo sie abgelenkt werden, wo man nicht abgelenkt, sondern wo sie in der Natur, die kennen ja weder Bohnen noch Mais noch sonst was, ja, die meisten leben von Junkfood und weil sie zu Hause nicht nur Schlüsselkinder sind, ja, aber die teuerste Sache, die schönste Sache und ja, dann rennt man von einem Doc zum anderen, weil sie aktiv sind, ja, oder dies oder andere psychosomatische Erkrankung haben. Schlechtes Immunsystem, ja, klar, hätte ich auch. Hätte ich auch unter solche Umstände. Das ist das. Und diese Zeit, die Zeit der Kinder, ja, das kommt nicht wieder. Das kann man nicht wieder später dann irgendwann mal sagen, auch nicht bei wie viele Versuche, bei Enkelkindern wieder gut zu machen. Es gibt da nichts gut zu machen. Man sollte gleich ins Vertrauen gehen. Wir sind hier, um das Vertrauen zu lernen. Und nicht von oben herab zu sagen, was will denn der Rotzlöffel von mir? Ja? Ich bin dreimal so alt, was will denn der mir sagen? So ist nämlich die meiste Antwort hier. Ja? Meistens so Pubertierende, von Kindern lässt man sich ja eh nichts sagen oder weise, weil Kinder haben ja so wahnsinnig viel Fantasie. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und da sollte man hinhören. Dann ginge so manch einem besser. Oder so mancher Stress zu Hause, Überforderung, wäre weg. Ja. Das ist wichtig. Denkt um.
Denkt um, es ist allerhöchste Zeit. Es wird in diese Richtung laufen. Wer damit Probleme hat, auf diese Schiene nicht zu gehen, ja, denn wie soll ich das jetzt erklären? Ein Professor Dr. HCHC, ja? Ja, jetzt HC oder was weiß ich, HC ist ja gekauft, spielt auch keine Rolle, aber der hat genauso auf ein kleines Kind zu lauschen, zu hören, dessen Vorschlag quasi zu folgen. Das ist jetzt nicht nur überspitzt gesagt, so ist das so, daraufhin läuft es raus. Dass ein kleines Kind gleiches Recht, gleiche Meinung hat, auch wenn es sich nicht artikulieren kann. Und genau deshalb ist das die Aufgabe der Menschheit, ins Fühle zu gehen. Ins Fühle, Gefühl, sage ich seit Jahren. Es sind noch keine Jahrzehnte, aber seit Jahren. Gefühl ist die Sprache des Universums. Und ohne das läuft nichts mehr. Genauso, wir sind grenzenlos. Aber niemand mit Ego, jemand, der keine Gefühle wahrnehmen kann oder ja, sie beurteilt, verurteilt, der steckt alle 2 Minuten eine Grenze. Ja? Grenzenlos bedeutet, dieses, die Herzmenschen, ja, die in der Lage sind, auf jede Stufe zu gehen, im Vertrauen zu sein. Ja? Es wird schon richtig sein. Es hat alles seinen Sinn. Und oft hat es sich ergeben, wenn man sich mal dabei ertappt, ja, wenn, ja, wie man so oft hört, auch in Familie, ja, ich konnte nicht dorthin, hat man wieder den ganzen Plan durcheinander gebracht oder das konnte man nicht machen oder dies nicht und das nicht. Opferrolle erstens mal. Wie soll es da vorangehen, wenn ich ewig in der Opferrolle bin? Ja, da geht gar nichts voran. Das geht nur immer nach unten und nach hinten. Aber letztlich hat es immer noch einen Sinn gehabt. Und Kinder sind nicht nur für die Leichtigkeit, weil Leichtigkeit entschleunigt ja. Ja? Das heißt, weniger Stress, weniger ja, sogenannte Krankheit, also Körpersymptome. Weil sie Seele leben. Sie wissen, was gut ist. Sie wissen es. Nur die Menschheit, die Eltern dürfen lernen zu vertrauen. Und das sind locker 80%, die das nicht beherrschen. Ja, es gibt nicht nur sexuellen Missbrauch. Ja. Es gibt nicht nur Missbrauch, indem ich jemandem den Mund verbiete, indem ich ihm was überstülpe. Alles Manipulierte ist irgendwo. Das ist Seelenmissbrauch. Ja, indem ich, krasse Beispiele sind ja so, wenn Kinder die Träume der Erwachsenen leben müssen, streich das müssen. Ja, weil sie es nicht geschafft haben oder nicht bewerkstelligen konnte oder das Schneid nicht hatte oder die Kraft nicht oder die körperliche Konstitution nicht, es dann aber abverlange von ihren Kindern. Und ich habe sehr viele traumatisierte Kinder, jetzt nicht nur aus Ahrweiler oder so. Das, Trauma ist Trauma, ja. Die, ja, denen die Kindheit so genommen wurde, denen die Kindheit verwehrt wurde, weil sie nie anerkannt wurde, weil sie anders sind, anders waren. Und das ist Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja? Weil es ist Gottes Schöpfung und das ist genau von Gott so gewollt, dass jeder anders ist. Ja? Genau darum geht's. Nur die Menschheit akzeptiert das nicht. Die akzeptiert das nicht. Wenn nicht alles genormt ist, wenn nicht alles, deshalb wird ja benotet.
Wo kann ich dann, jeder hat einen anderen Rhythmus, Biorhythmus, Tagesrhythmus, Konstitution, die Körperverfassung, die psychische Verfassung, das Umfeld, ja, je nachdem, manch einer hat kaum eine hochwertige Ernährung. Heute. Ja, heute. Im Jahre 2021. Auch das gehört dazu. Und dann wird benotet. Ja. Ich finde es einfach nur krass. Wisst ihr, egal was, ob von Schule oder Jugendamt oder andere Kinder, die schon etwas älter sind, auch das kenne ich, habe ich erlebt, also betreut, wenn sie aufgegriffen werde, abgehauen sind, weil sie sich nicht mehr helfen wisse. Andere stehen vom Suizid, was übrigens dieses Wochenende angedacht ist wieder, Suizidwochenende, nicht nur wegen dem Neumond, es ist eine ganz, ganz krasse Konstellation am Himmel. Und das ist alles immer aufzuhalten. Ja. Und diese Kinder, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ein Kind sagt, ich bringe mich um. Ja. Ob das jetzt der Notendruck ist, ob das ja, das Unverständnis zu Hause ist, das Nicht-Angenommen-Werdens, das Überflüssigseins, mich dazugehörig fühle, zu viel Verantwortung tragen müsse. Ja, einfach nicht sein darf. Und genau das darf nicht sein. Genau das. Aber Kinder haben keine Lobby. Da ist niemand. Da ist niemand. Da ist wirklich niemand. Ich kriege mit, vor allen Dingen auch bei Frank, Kinderschütze, und was immer noch so im Arge ist. Es hat sich in der Hinsicht nichts geändert. Man sollte meinen, die Menschen sind erwachter oder gerade so nach diesem Ganze, wo man das so etwas aufgeklärt hat, um was es geht, dass Kinder gefährdet sind. Weil sie mit alle Tricks arbeiten. Ja? Ich habe auch darauf hingewiesen, heute in der Gruppe, da werde ich noch drauf eingehen, auf nähere Details, dass zum Beispiel ein Mutterpass, ja? Weil man erkennt sie an die Symbole. Ein Mutterpass, der 1961 erfunden wurde, ja? Also ins Leben gerufen wurde, aus fadenscheinigen Gründen. Das Symbol auf dem Mutterpass ist Yin-Yang, die Harmonie, männlich-weiblich, ja, das übliche Zeichen für Yin-Yang. Aber wir kennen verkehrte Welt, verdrehte Welt, ja, und es hat da für mich einen Sinn, weshalb ich nie so mit dieser Symbolik Yin-Yang gerne gearbeitet habe, ja. Ich denke mir, später, wenn die Aufklärungen kommen über die Wahrheit, dass auch Yin-Yang, diese Symbolik, so habe ich so ein Gefühl, dass das dabei ist. Und so wie Algis und alles verdreht wurde, ich traue der Sache nicht, sonst wäre es nicht so freizügig auf dem Mutterpass. Und wir wissen, hinter was sie her sind. Ja? Und da ändert sich auch nichts. Gar nichts ändert sich daran. Bis alle natürlich eliminiert sind. Wann das jetzt sein wird. Ich habe gerade vorhin noch zu jemand gesagt, ja, ich würde mir das schon gern Wünsche oder manifestieren. Ja, so, so ein paar Minuten dem Scholz noch die Einweihung zum Bundeskanzler gönne und noch bevor er die Hand hebt, darf er dann verhaftet werden. So sehe ich es vor mir, weil in dieser Hinsicht dauert es nicht mehr so lange. Ja?
Aber das sind so die Dinge am Rande. Weil ihr seht ja, sie spucken noch Feuer und Galle. Und das ist jetzt wortwörtlich. Ihr wisst, dass ich sehr oft eine Metapher rede. Und meine Verbindung zu Gea, ich sehe das halt immer. Ja, so dieses Körpergefühl und wenn ich sehe, was mit Gea los ist, das kann ich sofort umprojizieren, umswitchen. Und dieses Feuer und Galle, das ist ja, wir sind in dieser Phase, zum Beispiel Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, der dritte Teil. Ja, ich hatte auch mal darüber gesprochen, über die Vulkane und alles das, die Angriffe der Orks, auch das ist noch das, was uns bevorsteht. Jetzt nicht die Orks, aber die Islamisten. Die Islamisten, also Extremisten, die noch in der Staatsschule sitzen, die sind nicht viel anders wie Orks. Ja, das ist ganz egal, was für Namen dieses Wesen hat. Ja. Guten Abend, ihr Lieben. Bettina, Solveig, Anita, Irene, Rosenduft, Claudia. Ja, Claudia, ja. Man sollte die Kinder von klein auf als ebenbürtig erziehen, als ebenbürtig, weniger erziehen, behandeln. Also nicht gleichgültig, sondern mit Einbeziehungen, mit Einbeziehen bei Entscheidungen. Ja, natürlich feelingstechnisch abwäge, dass es keine Überforderung ist, aber oft ist es nur der Eindruck, den man hat, ja, wenn ich das jetzt tue, überfordere ich, weil, wie gesagt, Kinder sind knallhart in der Wahrheit und ja, wünschen sich nichts mehr, als dass sie diese Anerkennung, dieses Vertrauen auch bekommen und diese Wertschätzung. Ja, weil diese Wertschätzung, jeder Mensch ist ein Diamant, jeder Mensch ist gleich viel wert, aber ja, ich muss jetzt dieses Aber sagen. Streichstadt muss, ja. Man kann es nicht definieren, wie wichtig, also wie wertvoll Kinder sind. Ja, wie wertvoll. Es ist was dran an dem Musikstück Kinder an die Macht. Ja. Kann aber auch nur jemand verstehen, der dahinter blickt. Ja, warum? Weil wir ja alle, sogar der böse Teil, ja, irgendwann Kinder waren. Und oft sagt man ja auch so, dass wenn prekäre Situationen sind, ich tue das sehr oft auch in Gesprächen oder in Beratungen oder ja, wenn solche Ängste wieder kommen, ja, wenn man sich schwer tut zu vergeben oder in den Herzraum zu kommen, wo ich dann einfach auch dann sage, stell dir wirklich dieses Wesen als Kind vor. Ja? Denn all das andere rundum, was aus diesem Wesen ist, sei es jetzt noch aus so einer schrecklichen Institution und wie auch immer, wie dieses Wesen sich entwickelt hat, ja, je boshaftiger, desto mehr Strieze, desto mehr Drill war dahinter, weil ein Kind von Haus aus, es hat immer nur Herz, hat immer einfach nur Herz, ja, und auch wenn man heute so oft sagt, Kinder sind immer das oder Jugendliche. Also ich habe einen Ahrweiler dort Jugendliche erlebt. Da kann so manch ein Pädagoge oder was auch immer sich eine Scheibe abschneide von den Kindern. Ja. Weil es sind
sehr oft noch Kinder, die ja noch in dieser Findungsphase sind. Aber wie gesagt, auch ein Kind sollte ebenbürtig behandelt werden. Ja, und Montessori gibt da sehr schöne Leitlinie, ja, und Kommunikation ist das A und O. Kommunikation. Wenn ich den Tagesablauf mit dem Kind verbringe, ja, weil Kinder sind so entfremdet von den Eltern, den eingetragenen Eltern, ja, also den Erzeugern. Zu manchen kann man wirklich immer Eltern sagen. Und das sage ich jetzt. Das sage ich. Das sind die, die die größte Klappe haben, wenn irgendwas passiert mit ihren Kindern oder sie haben sich daneben benommen oder sie kommen für eine Therapie oder sonst was. Das ist das Allerletzte. Und wenn man dann mit denen 2, 3 Sätze gewechselt hat, da wird der nur übel. Da wird der nur übel. Weil ich frage mich da sehr oft. Ja, es wundert mich dann, dass dieses Kind nicht schon längst andere Konsequenzen gezogen hat oder nicht schon längst abgebüxt wäre. Und es wird einfach zu wenig auf die Kinder geguckt. Sie werden zu wenig beachtet. Sie werden zu wenig geschätzt. Und schlimm genug, dass sie keine Lobby haben. Und sie werden verfolgt. Und sie werden für mich systematisch aus dem Verkehr gezogen. Ja? Und das ist die Pflicht. Die Pflicht von Eltern, zu gucken, dass das nicht passiert. Dass ich wie eine Glucke mein schützende Flügel über die Kinder halte. Ja, das verstehen viele nicht. Aber wer Mutter ist, ja, Kinder hat man auch noch, auch wenn sie 50 sind, auch wenn sie 30 sind, ja, man ist immer, wenn man Mutter ist, ist man immer Mutter. Man darf den Abnabelungsprozess nicht verpassen. Und das ist das Bedingungslose, ja, jemand, der offenes Herz hat, der Mutter ist, der unterscheidet auch nicht, der sagt auch nicht, ich könnte nie, also wenn da was, ich könnte nie ein fremdes Kind gern haben oder so, ja. Das ist, allein daran sieht man schon die Einstellung zu Kindern, dass Kinder in deren Augen nur Besitz, Prestige ist, dass ich es vorzeigen kann. Ja? Damit ich es nach 6 Monaten in die Krippe, in den Hort tue, damit ich schnell wieder Kohle verdienen kann und dies und das und jenes. Weil ich möchte ja meinen Standard halten. Ja? Und darum, genau darum geht es. Jemand, der wahrhaftig seine Kinder liebt, der guckt nach ihnen. Und dem ist alles andere egal, ganz egal. Was die Leute sagen, was die Behörde sagen, was die Familie sagt, der Partner sagt. Ja? Wenn die Wahl zum Beispiel ist, das kommt im Moment sehr oft vor, zwischen Partner und Kind, es gibt sehr viele, die lassen den Partner nicht so aus. Ja? Und ja, was soll ein Kind tun? Und dann heißt es Scheidungskinder, ja. Kinder sind nicht nur die Meister. Kinder sind die, die immer und überall die kürzere ziehen. Kinder sind aber auch die, die am bedingungslosesten sind, weil sie nicht entscheiden müssen, entscheiden wollen. Ja, die verstehen Gott und die Welt nicht. Ja, komme hierher, um diese Liebe zu leben, ja, werde quasi, das ist in der Kinderseele, ist das wie Verstoße, und das sagt so manches Kind in der Therapiestunde, ja, dieses Ungewolltsein, das ist Ungewolltsein, wenn ich abgegeben werde. Für Kinder spielt das keine Rolle, ob das Hort ist oder sonst was.
Ja, dem Kind wird eingeprägt, ja, Samstag, Sonntag spiele mir heile Familie. Da fahren wir fort bei die Oma, ach, wie schön, ja, damit die auch sieht, wie du wachsen tust, ja. Und dann morgens direkt schon um 5 Uhr Kind aus dem Bett meins, damit man es um 6 in die Krippe bringen kann, ja. Das ist sowas Schizophrenes. Und das ist der Spiegel der Welt, ja. Und da wird eingegriffen, weil Gea, Frau Holle, Gea ist die Übermutter. Und hat natürlich sehr viel mit Odin zu tun, ja, wo wir wieder bei der Ahne sind. Und das ist das, Gea wehrt sich, ja. Und auch die Mittelerde, die, da guckt keiner mehr zu, weil das Fass hier, dieses klitzekleine Problemchen, was da jetzt ist mit diesem C, das ist ein Fliegenschiss gegen das, was seit Jahrzehnten hier abgeht, wie Menschen mit Menschen umgehen. Und Menschen mit Menschen ist ja schon schlimm genug, aber wie die Familie mit Kindern umgeht, das ist einfach, ja. Es kommt dem gleich. Es kommt dem gleich. Tiere sind eine Sache. Und der Stellewert des Kindes in der Familie ist normalerweise, ein Kind ist auf irdischer Basis, ist das ja, entstanden in Liebe. Ja. Auch ein vergewaltigtes Kind. Ja, also aufgrund einer Vergewaltigung. Ja. Denn das Kind kann nichts dafür. Aber da lernt man dann die Menschen diesbezüglich kennen, aber das ist dann deren Karma selber. Ja. Das ist wieder eine andere Bandbreite. Aber ein Kind ist ein Kind. Ja, es wird gezeugt, irdisch gesehen jetzt. Ich rede nicht von spirituell und nicht von energetisch. Diese Bestimmung, warum inkarniert denn ein Kind in eine Familie mit solchen Eigenschaften, total entgegengesetzt dem, der Familie, wo es inkarniert ist. Weil es seine Aufgabe ist, dieser Familie die Augen zu öffnen. Seiner Familie. Aber so weit sind die meisten noch nicht. Die verstehen das nicht. Und deshalb darf jetzt dieser Knall kommen. Und wenn ich sage heftig, es wird für jene heftig, die irgendwann erkennen, was das Wichtigste in ihrem Leben ist. Was das Wesentliche ist. Weil es gibt immer noch wirklich jene, die verpasste Chance hinterherlaufen oder weinen. Ja, die sind jene, Beförderung nicht ergattert zu haben. Dieses Schnäppchen nicht gemacht zu haben. Auch das hört man, zwar nicht täglich, aber mindestens ein-, zweimal die Woche. Thorsten, ich grüße dich. Du weißt, was ich meine, ne? Du weißt es. Manchmal hat man das Gefühl, über das Thema, das ist kein Traurigsein mehr. Das ist kein Wut, kein Zorn. Da kann man auch nicht mehr weinen. Weil das ist so eine Ohnmacht, so eine Fassungslosigkeit. Mein Mitgefühl mit denen ist da. Die ist irgendwann Schnalle. Irgendwann.
Die werden es nicht direkt verstehen. Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen. Wisst ihr, Silvia, es ist alles so einfach. Es ist alles so offensichtlich. Ja, aber es ist auch genauso offensichtlich, dass es so offensichtlich wiederum ist, dass es niemand bemerkt. Ja? Weil niemand hinschaut und so mit sich selbst beschäftigt ist. Ja? Die meisten, ich kenne so viele, die ziehen in die Stadt, in eine Großstadt, ja, um ihre Ruhe zu haben, um anonym zu sein. Ja, um zu verkümmern. Herbert, Namaste. Um anonym zu sein. Anonymität, ja, natürlich. Das ist aber doch nichts anderes, wie dass der Wunsch nach meinem inneren Frieden, nach meiner Ruhe, ja, und den kriege ich, aber den inneren Frieden kriege ich doch nur, wenn ich mit mir im Reinen bin, ja. Und nicht, wenn Hinz und Kunz hier der Gartenzaun, der Maschendrahtzaun und das ganze Gedönsches da, ja, dann ist es halt so. Mein Gott, da dreht man sich rum. Es gibt immer wieder Themen, der manch einem passt die Nase nicht von, ja, das gefällt das nicht, dem anderen der Dialekt nicht, dem anderen der Nachellack nicht. Ja, mein Gott, da denke ich immer, hast du sonst kein Problem, schau. Ja, bei uns sagt man zu Hause, rutscht mal der Puckel runter. Ja, und da kann ich nur noch... Chris hat immer gesagt, Mama, da staunst du Bauklötz. Jo, da staune ich Bauklötz. Aber ich möchte mich aber auch daran nicht gewöhnen. Weil es gibt ja viele, die sagen, oh Gott, da gewöhnst du dich dran. Nee. Solange ich lebe, werde ich den Mund nicht verschließen. Ich werde meinen Klappen nicht halten. Ja? Und gerade wenn sich solche Dinge häufen wieder und gerade jetzt, ne, wo man wirklich die Zeit, die Muße dafür haben sollte, haben kann und auch noch von der geistigen Welt zur Verfügung gestellt bekommt, zumindest schon mal seit einem Jahr, ja, das ist ja schon, das ist quasi Urlaub von der geistigen Welt, wer das erkennt, ja, wer es erkennt. Die Kinder erkennen das, ja. Und es gibt so viele Kinder, auch die mit dem Fetze in die Schule sind, weil sie eben Mama und Papa nicht enttäuschen wollen. Ja? Die wäre zu Hause geblieben, weil sie von sich aus auch gemerkt habe, auch so nicht diese Angst an sich, weil Kinder ja in diesem Sinne die Angst nicht kennen. Ja, wenn die raus wollen, dann gehen sie. Wenn, das ist ja, das ist denen ziemlich egal. Und wenn was passiert, dann ist es auch egal. Ja, dann irgendwo geht es immer weiter. Die denken halt nicht an morgen. Ja, und das ist auch gut so, weil es zählt nur jetzt. Aber ich will damit nur sagen, weil sie funktionieren, die meisten funktionieren ja auch nur zu Hause als Marionette. Viele sogar. Die sich wünsche, öfter, beide um sich herum. Ja, das Schlimme ist ja sogar, dass wenn man am Wochenende eine Möglichkeit hätte, dass diese sogenannte Scheinfamilie da irgendwie funktionieren könnte, dann verpisselt man sich ja noch bei Bekannten oder da fahren wir auf Besuch und da. Es ist ja gar keine Chance für irgendwie als Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Ja, warum sprießen denn die Psychotherapeuten, Kinderpsychologe, Psychiater wie Pilze aus dem Boden? Weil die Kinder werden erzeugt und es ist niemand da, niemand fühlt sich quasi verantwortlich und sie werden irgendwo untergebracht. Mal ist das schön. Das ist schön. Das haben mir heute sehr viele berichtet. Aufgrund von der Meditation war das in der Gruppe.
diese Begegnungen, und das sollte man immer wieder haben, ja. Weil, ja, Jürgen, abgebe, ja, abgebe. Und noch bevor die Eltern und solche das Vorhaben praktizieren, wissen die Kinder schon genau, was abgeht. Genau. Ja. Und genau darum geht's. Ja. Weil diese Sensibilität, diese Sensibilität von den Kindern, Trennungsschmerz. Kinder, Kika, Hort, Schule, Weine, mit nach Hause wolle. Was sollen Kinder denn tun? Das ist die Möglichkeit, ein Mutterherz anzusprechen. Wenn ein Kind weint. Das ist die Sprache, die es mit auf die Welt gebracht hat. Die Sprache, das ist ein Erinnerungsmoment. Erinner dich dran. Du hast mich geboren. Ja? Viele Kinder, die von sich aus sagen, gerade so in Traumatherapie, wo sie das erklären, wenn ich hätte entscheiden können, das ist krass. Das ist krass. Karin, ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe das nicht anders gemacht. Ja. Man guckt immer, dass man die Kinder schützt und nicht, dass man seinen Ruf schützt. Ja, aber so läuft das heute. Ansehen vor Kinder. Ja. Und das ist nicht meine Welt. Und das ist auch nicht die Welt von Gea und von der geistigen Welt. Und aus diesem Grunde rumpelt es. Ja. Ja. Es geht natürlich auch um politische Eskalationen, ja, natürlich. Aber, wisst ihr, solche, die mit Kindern so umgehen, die regen sich dann auf in der Politik, wenn diese Verbrecher dann so dementsprechend agieren. Mord und Totschlag, ja. Wenn das Kinder, nach denen nicht geguckt wird, leere Seele werde, fehlgeleitete, dann ist der Zug abgefahren, ja. Und man braucht sich nicht drüber aufregen, was im Außen passiert. Wenn man irgendwo die 5 Minuten, die man noch hat, bevor man die Kinder dann, wenn man sie sieht, ja, die meisten haben sich ja schon selbst verköstigt, sehr viele, wo ich mitkriege. Und ja, so das Ritual quasi, ne, so man klatscht sich die Hände ab und so, tschüss und gute Nacht, bis morgen früh, ja. Eine halbe Stunde das Licht aus, ja. Dann Tagesschau gucke, dann ist man müde. Ja, und der nächste Tag geht weiter. Wo soll da der Bezug herkommen? Die Wärme, die Nähe. Prinzess, ich habe sehr viele erlebt, die einbetoniert wurden, Kinder.
Mir kam man mit ja, Vorwurf quasi, Kindeswohlgefährdung, wenn ich das nicht akzeptiere. Ja gut, natürlich laufe ich dann zur Hochform auf. Das habe ich auch durchgezogen. Und aus diesem Grunde weiß ich sehr genau, was in diesem Milieu, das ist kein, anders kann man das nicht mehr bezeichnen. Und das hat einen Sinn, weil ich bezeichne Prostitution als rotes Milieu. Und dieses Milieu, was abhängig ist, ja, von der Pharma-Mafia, prostituiert sich genauso und geht über Leiche. Ja. Und genau das ist das, was sie jetzt ja auch tun. Und deshalb kann man nur so handeln. Aber es bedarf normalerweise gar keiner Option, gar keiner Frage, dass eine Mutter wie eine Löwin reagiert, auch so mancher Vater. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da an sich glaubt. Und das Allerwichtigste, dass man nie das Vertrauen zu den Kindern verliert. Ja? Dass man immer das Gefühl gibt. Und nicht nur das Gefühl hier, also sage hier, ich bin immer da und ist 2 Tage später hinter Mond. Ja? Sondern dass man auch präsent ist. Und das meinte ich vorhin. Man ist auch noch Mutter, auch wenn sie 40 oder 50 oder 60 sind. Ja. Dass man da ist, die Tür offen ist, wenn was ist. Da gibt es auch einige. Pff. Haben ihr eigenes Leben? Ja, natürlich ist jede Seele frei. Aber man sollte immer ein offenes Herz haben. Ja, und nicht da irgendwo eine Altersangabe davor setze, ja, oder im Hinterkopf habe. Das ist für mich dann so was von unrelevant, genau wie der Faktor dieser aufdiktierten Zeit. Ja. Für mich sind das Epochen und Abschnitte, vor alle Dinge, Abschnitte noch mehr, weil das definiert es mehr, weil Abschnitt sagt ja schon die Begrifflichkeit, da ist was abgeschnitten, weil ich ja oft auch sage, was vor einer Sekunde war, ist Vergangenheit und was gerade jetzt, ja, das ist die Zukunft. Punkt. Und das, was ich jetzt schon vor dem Punkt gesagt habe, ist Vergangenheit. Das ist Schnee von gestern, ja. Das ist die Zeitlinie. Streich die Zeit. Diese Ebene der Nornen, also unter Yggdrasil, ja, viele kennen sie. Und da wird schon sehr viel darüber berichtet, weil die legen ja auch die Grundsteine. Ne? Und ja, die Yggdrasil, die Weltenesche, die gab es in Sachsen. Ja? Und die wurde damals von Karl dem Großen niedergemacht. Das war zu der Zeit, wie du Kind. Peter, ich grüße dich. Ich habe lange überlegt, wo ich den Namen schon mal gehört habe. Und habe auch was gebraucht, um drauf zu kommen, dass Herzog Widukind gemeint ist. Ja, weil den hatte ich nicht auf dem Schirm. Petra, ich danke dir. Ich danke dir. Man kann nie sagen, über das Thema haben wir schon 1000 Mal geredet. Ja, über das Thema haben wir schon 2000 Mal geredet, inklusive. Aber
Es gibt Themen, da kann man nicht genug drüber reden. Und es gibt Themen, die sind nicht wert, dass man drüber redet. Aber da wird von morgens bis abends geredet. Ja? Es gibt so viele Verquältheiten. Ich habe das ja aktuell wieder durch die Sache in Ahrweiler erlebt und das mitkriege vor Ort und wie das läuft und spendetechnisch und was im Hintergrund ist und all diese Lügetechnik hier rum. Und genau so. Genauso sollte man das auch mit der Thematik von den Kindern, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Die sind ja nicht nur da. Ja? Natürlich sind Themen wie Seelepartner oder Zwillingsseele oder Dualseele, wann trifft er mich endlich oder wann sind wir verabredet und wie sieht es jetzt aus? Ja, da brennt die Hütte. Ja. Es wird kein Seelepartner oder Zwillingsflamme oder irgendwas ins Haus schneien, wenn ich nicht in der Liebe bin, weil nicht jeder hat eigene Kinder. Und oft ist es halt so, dass man sagt, geht mich doch nichts an, ja. Es sind doch die Kinder von anderen. Nee. Und genau das ist das, was dieser Menschheit fehlt. Ne? Dieses Leben zu sehen in der Auge der Kinder. Wir sind auf der gleichen Stufe. Nur, dass die Kinder halt, unsere Kinder, die hier quasi inkarniert sind, sprich bei ihrer Geburt oder wir als Erzeuger oder wie auch immer, dass sie halt klein sind, ja, um das jetzt mal ganz salopp zu sagen, und wir ein paar Zentimeter größer, aber nicht im Geiste. Im Geiste sind wir von unserem Kindsein, von unserer Reinheit und allem sehr, sehr weit entfernt. Es sei denn, man hat sich dermaßen transformiert und ist in einer anderen Dimension, sodass man auf der gleichen Ebene wieder schwingt. Ja? Auf dieser Erde hier ist das nicht möglich. Absolut nicht. Absolut nicht. Und ich, jemand, der mich kennt und auch aus der Gruppe kennt, der weiß, dass wenn ich zwischendurch stocke, ich merke dann, wenn ich switche, wenn ich das jetzt hier so interpretiere, dann ist es halt aus den Augen der Kinder und da bin ich mit Sicherheit nicht auf 3D. Ja? Und um das aber zu verdeutlichen, weil die Kinder verdeutlichen das nicht, ja, die sind ja bedingungslos, weil die verurteilen das nicht. Ja? Und dann gehe ich schon runter auf die 3D, um dann ja, mit so gewisse Begrifflichkeiten dementsprechend zu unterstreichen. Schaut mit den Augen eurer Kinder. Und euer Leben wird sich von heute auf morgen ändern. Mhm. Meine Lieben, ich sehe einige rattern, ja, das hört man fast, ja, so nach dem Motto, was redet die da? Ja gut, irgendwann werdet ihr dieses Déjà-vu-Erlebnis, oder habe ich das schon mal gehört, mitbekommen. Sorgt aber bitte dafür dann, dass ihr gut geerdet seid und dass ihr stabil seid. Ja. In diesem Sinne.
Ich drücke euch schon Herzen, die Daumen, die Füße, alles, was ich so habe. Und das ist das. Ja, ich wünsche euch, dass ihr auf die Ebene kommt. Zu sehen, wie weit, wie rein. Wir müssen nichts verstehen. Wir brauchen nichts zu verstehen. Aber Vertraue. Namaste. Danke.